Jetzt geht's los. Aktuelles aus dem Sommertrainingslager präsentiert euch die Heimatkrankenkasse. Hallo aus dem Sommertrainingslager in Kaprun, liebe Arminia-Fans. Heute, am dritten Tag im Trainingslager, standen wieder zwei intensive Trainingseinheiten auf dem Programm. Insgesamt 26 Spieler haben die Reise nach Österreich angetreten. Aber nicht nur die. 17 Leute gehören dem Team hinter dem Team an. Und was die den ganzen Tag so machen, das wollen wir euch heute mal zeigen. Ja, meine Aufgabe hier im Trainingslager sind Organisation und Abläufe des jeden einzelnen Tages hier. Dazu gehören, dass die Spieler ihr Essen auf den Tisch kriegen, dass der Trainingsplatz gemäht ist, dass Informationen weitergegeben werden. Der Tag, der fängt für mich morgens so um 6:30 an, dann komme ich hier in den Raum und dann haben wir schon die Wäsche vom Vortag hier, die war gewaschen und ich verteile die dann halt. Für wenn die dann nach dem Training reinkommen, die neuen Sachen schon wieder bereit liegen. Genau, von morgens 6:30 bis abends 20 Uhr eigentlich geht's durch dann. Ne? Mittagspause noch ein bisschen, aber dann geht es schon wieder weiter. Ne? Ja, sind hier für die Gesundheit der Spieler verantwortlich, für die präventiven Maßnahmen, für die Regenerationsmaßnahmen und also scheiße. Ja, wir sind hier in der medizinischen Abteilung von Arminia Bielefeld und wir sind mit zwei Physiotherapeuten hier, einem Masseur und wir sind für die Gesundheit der Spieler verantwortlich, vor den Trainingseinheiten, vor den Spielen und nachher natürlich auch für die Regeneration und ja, für die Tape-Verbände, für die Statiküberprüfung und unterstützen so, damit hoffentlich das Trainerteam, um den möglichst viele gesunde Spieler anbieten zu können. Am Platz sind wir dann dafür da, um sofort eingreifen zu können bei schweren Traumen, um dort die nötigen Maßnahmen dann sofort einleiten zu können. Ja, im Prinzip ist so die Kernaufgabe so ein bisschen die Einschätzung von Akutverletzungen, auch so ein bisschen Diagnostik und Therapie mit dabei und wenn es mal vorkommt, so ein bisschen die Akutbehandlung von Notfallverletzungen, aber es ist eher selten. Auf dem Platz ist es so, dass man wirklich erstmal einschätzen muss, geht es für den Spieler weiter, geht es nicht weiter oder vor allem geht es weiter, ohne dass man die Gesundheit riskiert oder eben eine Verzögerung des Heilungsverlaufes und eben wenn es mal selten ist, mal eine chirurgische Behandlung, aber das ist zum Glück ja selten. Ja, wir nehmen erstmal die Bilder. Ich habe die Möglichkeit, während des Spiels live zu schneiden und habe dann schon Szenen da und dann setzen wir uns mit dem Trainerteam zusammen und analysieren die Szenen und suchen halt die Szenen raus, die gut sind, um der Mannschaft natürlich zu zeigen und natürlich auch die schlechten Szenen, um Sachen zu korrigieren und zu verbessern. Wir filmen halt die Trainingseinheiten mit taktisch relevantem Hintergrund, um dann halt auch nochmal direkt einzusteigen oder auch mit den Spielern dann Sachen zu besprechen, die den Spielern aufgefallen sind. Und es ist schon nahezu täglich, dass wir halt Bilder zur Hand nehmen, um den Spielern aufzuzeigen oder halt in den Austausch zu kommen. Ja. Die Aufgabe des Trainerteams ist natürlich in erster Linie die Gestaltung auch des Trainings und das gleichbedeutend... War wirklich klar. Die Aufgabe des Trainerteams besteht in Trainingslager natürlich in erster Linie darum, die Vorbereitungen des Trainings, was sind die Inhalte des Trainings, die werden besprochen vorab, wir setzen uns zusammen, gehen jede Einheit durch, was es für Abläufe sind, was für Schwerpunkte vorhanden sind und das sind so die Aufgaben, die wir dann als Trainerteam haben. Ja gut, Marco ist natürlich klar, er ist der Torwarttrainer, er hat den kompletten Bereich der Torhüter zu verantworten und das Gleiche geht für Reinhard Schnittger, der halt den athletischen Bereich komplett abdeckt. Rumpi und ich, wir teilen uns halt sehr häufig dann halt auch die Passformen auf und wobei jetzt in erster Linie Rumpi dann halt auch taktische Schwerpunkte auch vermittelt zusammen mit Jeff und Jeff ist dann in erster Linie halt auch wirklich derjenige, der dann halt auch die taktischen Vorgaben vorgibt und aber es ist eine gute Aufteilung und es ist eine gute Kommunikation zwischen allen Teilen.